Jumalöchen, wir sind zurück auf Berg. Wie ihr seht, ist unser ohne Zahn zurück. Das ist natürlich schon mal mega. Würde ich sagen, checken wir auf jeden Fall gleich mal die Lage. Gucken uns gleich mal an, was der da für uns hat. Ob wir eventuell ein neues Drachenei bekommen oder nicht. Also wie gesagt, geil Wert versprechen. Kann ich leider erstmal noch nicht wirklich was, aber wie gesagt, wir checken das auf jeden Fall gleich gemeinsam ab, sammeln hier nur erstmal kurz die Ressourcen ein und gucken dann natürlich gemeinsam, was unser Ohnezahn am Start hat, was unsere reisenden Drachen sagen, wie es mit unseren legendären Drachen aussieht. Also wie gesagt, wir haben eine Menge zu tun, können dann auf alle Fälle auch gleich mal die Keilerei abchecken. Also ich meine, da gucken wir auf jeden Fall mal rein und gucken auf alle Fälle, ob wir da eventuell noch einen Kampf machen können, ob wir eventuell das ein oder andere Paket öffnen können, weil das cool ist. Ich habe auf alle Fälle ein 8 und ein 12 Stunden Paket am Start, von daher wäre natürlich nice, wenn wir da irgendwie was reißen könnten. Aber erstmal ist der grüne Tod dran, da sammeln wir natürlich erstmal diese Koralle ein, schicken den für 8 Stunden nochmal neu los und checken dann erstmal den Immerflügler, aber da müssen wir noch warten. Insgesamt 3 Stunden, 10 Minuten, aus dem Grund können wir uns darum erstmal noch nicht so wirklich kümmern. Aus dem Grund würde ich auch sagen, checken wir natürlich erstmal hier unsere Drachen ab. Hier haben wir erstmal unser Sturmpfeil-Weibchen. Wie ihr seht, haben wir leider das Drachenei nicht bekommen. Eine bittere Sache, kotzt mich gerade auch ein bisschen an, aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem auch weiter. Gehen dann in den Osten und gucken, ob wir hier eventuell irgendwie das Paket bekommen können. Checken dann natürlich hier erstmal unseren Hakenzahn. Was hat der für uns? Ah, bitter. Ich hätte natürlich viel lieber irgendwie den Gegenstand gehabt, aber gut, okay, Nest tarnen, Barriere bauen, was machen wir? Wir tarnen erstmal das Nest und gucken, was da so geht. Dann haben wir hier natürlich noch unseren Fleischklops. Der Gegenstand wäre natürlich nice, aber bei unserem Glück werden es natürlich wieder mal nur die 4 Runen hinaustreiben, zurückfeuern. Wir treiben die erstmal hin aus und gucken einfach mal, ob wir da den Gegenstand eventuell abräumen können. Ich weiß nicht, wie sieht es beim Muffel aus? Ich glaube, der ist noch ein Tour. Sehe ich auf jeden Fall erstmal so. So sieht es aus. 3 Stunden, 9 Minuten braucht er noch. Von daher müssen wir da auch erstmal ein bisschen warten. Wie sieht es hier aus? Alter, das ist natürlich mega, dass unser eisiger Kältegronkel schon zurück ist. Ich meine, das Coole ist, wir können den, wenn wir wollten, nochmal losschicken. Haben 486 Mille Holz auf Tasche. Brauchen hier 382, um den loszuschicken, um natürlich 6 neue Stücken Eisen hier zu bekommen. Aber wie gesagt, wir checken erstmal die Akademie, gucken da natürlich drin. Oh, hier müssen wir noch 10 Minuten warten. Okay, hier noch 10 Stunden, 32 Minuten. Ich weiß ja nicht, welche beiden Drachen trainieren wir überhaupt? Müssen wir mal gucken, haben wir hier auf Berg ihn oder haben wir die alle? Ne, hier haben wir beispielsweise den Nachtwächter, den pimpen wir gerade. 10 Stunden, 31 Minuten braucht er noch, bis er auf Level Nummer 72 ist. Das heißt natürlich, da müssen wir noch ein bisschen warten. Wen trainieren wir neu? Ich glaube, die anderen Bienen waren im Hangar. Von daher checken wir da auf jeden Fall die Lage. Dann seht ihr hier natürlich, dass wir unseren maskierten süßen Tod noch bei Valka haben. Von daher hoffe ich natürlich, dass Valka da irgendwie ein bisschen was klar machen kann. Also wäre auf jeden Fall eine geile Kiste, wenn am Ende was geht. Aber wie gesagt, einen Drachen haben wir trotzdem neu in der Akademie. Da checken wir natürlich erstmal ab. Wer ist das? Hier haben wir erstmal unseren Gratflügler auf Level Nummer 55 gepimpt. Den knall den gleich mal hoch bis auf 57. Könnte den natürlich dann gleich nochmal pimpen für einen Tag. 17 Stunden wäre natürlich eine Option. Dann pimpen wir hier natürlich unseren Zahnmeister auf Level Nummer 60. Der braucht noch insgesamt 9 Minuten 5 Sekunden. Also das heißt natürlich, da können wir uns auch noch ein bisschen gedulden. Könnten jetzt natürlich gucken, wen trainieren wir noch. Das ist natürlich die nächste Frage. Also wie gesagt, wird natürlich nicht so leicht. Ich würde sagen, wir suchen uns erstmal welche, die vielleicht nicht ganz so lange brauchen. In 2 Stunden wäre eigentlich cool. Von daher würde ich sagen, Boah, das ist natürlich wieder mal nicht so leicht. Vielleicht suchen wir uns hier welche auf Level Nummer 80. Ich denke, das wäre vielleicht ja nicht so verkehrt. Ich weiß aber ja nicht, wen haben wir da? 1 Stunde 30 Minuten der Kältegronkel. 2 Stunden 15 der leuchtende Fluch. 1 Stunde 30 der Holzklau. 1 Stunde 30 der Reißzahn. Der flüsternde Tod. 1 Stunde 5. Hier haben wir nochmal 1 Stunde 5. 1 Stunde.
Ist natürlich nicht so leicht, muss ich sagen. Also wie gesagt, da müssen wir uns erstmal ein bisschen was einfallen lassen. Aus dem Grund würde ich auch sagen, für 2 Stunden ein bisschen wäre eigentlich ja nicht so verkehrt. Der leuchtende Fluch, ich würde sagen, den schicken wir erstmal los. 2 Stücken Eisen investieren wir. Haben wir hier oben hier nochmal irgendwo den leuchtenden Fluch? Ja, aber als Verteidigungsdrache sehe ich gerade. Okay. Dann würde ich sagen, suchen wir uns gleich nochmal einen zweiten, wen wir dann eventuell anschließend nur noch pimpen können für 1:30 Stunden. Wäre eigentlich die beste Option. Da würde ich fast sagen, nehmen wir den Kältegronkel. Ich weiß nicht, wen würdet ihr nehmen? Wir können natürlich auch sagen, wir pimpen den Schädelbrecher. Wäre auch eine Option. 1 Tag 6 Stunden. Würde dauern. Also wie gesagt, wir haben mehrere Optionen. Ich weiß natürlich noch nicht genau, was ich hier am Ende machen soll. Aber ich denke, uns fällt auf alle Fälle was ein. Wir sammeln erstmal. Oder naja, das wird ein bisschen knapp. Aus dem Grund würde ich sagen, werden wir unseren eisigen Kältegronkel erst einmal losschicken, lassen den natürlich weitere Eisen sammeln, 18 Stunden. 10 Minuten müssen wir warten, seht ihr selbst, 6 Stücken Eisen bringt da mit. Dann würde ich sagen, können wir jetzt so ganz entspannt erstmal unser Mysterium-Paket öffnen, sammeln hier die Odin-Münzen ein, sind jetzt insgesamt bei 348, ich weiß nicht, wie viel habt ihr, mit Sicherheit schon ein paar mehr. So, wen haben wir hier, den wahnsinnigen Zipper, einmal den rauchverschwindende Qualm. Okay, dann gibt es hier gleich nochmal ein paar Ressourcen, ein paar Runen, Nahrung und auch Fisch. Also das haben wir auch halt am Start, von daher ist da auch alles so weit im grünen Bereich. Ich weiß ja nicht, wir können ja mal gucken, wie sieht es bei der nächsten Flotte aus. Hier haben wir auf jeden Fall eine hervorragende Chance, von daher könnten wir das eigentlich mal probieren. Ich weiß nicht, Flotte 77, ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Gehen hier einfach mal in den Kampf und gucken, ob wir hier eine Chance haben. Also wie gesagt, das sieht ja schon krank aus. Fernschussschiffe ohne Ende. Ich würde sagen, wir greifen von hier unten an. Ich probiere mal von hier unten. Also ich weiß nicht, ob ich es packe, ob wir am Ende irgendwie ein bisschen Pech haben. Kann ich natürlich erstmal noch nicht versprechen. Aber ich würde sagen, wir probieren es erstmal aus. Nehmen natürlich den als erstes mit ins Boot. Kommt schon, macht schon. Ey, wie blöd seid ihr denn? Ey, sind wir wieder richtig mies gelaufen. Ich glaube, da können wir gleich aufhören. Also hier wird es auf alle Fälle nichts. Der sollte eigentlich gleich hier unten hin flattern. Aber gut, okay. Dumm gelaufen, haben wir Pech gehabt. Gucken, ob wir noch packen. Aber ich denke, am Ende sind wir hier auf alle Fälle chancenlos. Also ich weiß es nicht, vielleicht schaffen wir doch noch. Aber wir haben natürlich extrem viel Zeit vergeudet, weil die Walde dumme war einfach mal, dass wir die hier unten hingeschickt haben. Trotzdem ich die eigentlich nur da haben wollte, wollte dann eigentlich ein Detail haben und wollte nochmal drauf hämmern. Aber vielleicht kriegen wir hier trotzdem eventuell noch 2 Schlüssel am Ende, also müssen wir mal gucken, ein bisschen hoffen, aber ich denke, eigentlich kann hier nicht mehr anbrennen, den Sieg haben wir auf alle Fälle am Start, trotzdem ich sagen muss, so gut ist es nicht gelaufen, also ich wollte eigentlich noch ein bisschen hier was draufhämmern, hätte dadurch natürlich weitere Punkte hier oben bekommen und hätte dann natürlich noch besser agieren können, aber gut, okay, am Ende bin ich zufrieden mit den 2 Schlüsseln, also wie gesagt, besser als ja nicht. Von daher würde ich sagen, checken wir jetzt natürlich ab, ob wir hier eventuell ein paar Zahnräder bekommen können. Also das wäre natürlich monstermäßig geil. Wie gesagt, checken wir auf jeden Fall ab. Was haben wir hier? Oh, erstmal 8. Und dann gibt es nochmal 17 mega geile Sache. Die anderen wollen wir nicht öffnen. Nein, wollen wir nicht. Da gibt es eh nur Holz. Von daher haben wir hier alles richtig gemacht. Also wie gesagt, ich bin megamäßig zufrieden. Wir sammeln hier erstmal alles ein. Checken dann unseren ohne Zahn, würde ich sagen.
gucken hier nach, was hat er für uns? Mitarm, Start, oh, bitter, wieder mal nur ein bisschen Fisch. Ich hätte natürlich lieber ein Drachenei bekommen, aber gut, okay, dann müssen wir gleich nochmal probieren. Ich würde sagen, wir suchen den Snorkelsinger. Auf alle Fälle nochmal investieren jetzt einfach mal hier 114 Runen und gucken einfach mal, ob am Ende irgendwie was funktioniert oder eventuell dann doch nicht. Den Gegenstand hier bei Johann können wir uns natürlich auch erstmal holen und dann checken wir natürlich zu guter Letzt auf alle Fälle erstmal, wie immer, unsere Champions. Was sagt ihr, was würdet ihr tun? Ich denke, das ist die sinnvollste Variante, die wir jetzt hier ziehen könnten. Aus dem Grund würde ich sagen, wollen wir vorher den Schnapper checken oder machen wir später? Machen wir später, würde ich sagen. Haben wir auf alle Fälle zwei richtig geile Pakete am Start. Erstmal ein 8-Stunden-Pakete, kennt ihr ja. Also da brauche ich euch nichts erzählen. Von daher würde ich sagen, sammeln wir das natürlich erstmal ein. 7-mal der Skrill, 6-mal der Knochenräuber, 6-mal der Sturmschneid, 6-mal der Funkenhüstel, 6-mal der Gronkel, 3-mal der Elite Donner Trommler, der fehlt uns nur noch einer. Das ist natürlich eine absolute Hammer, krasse Sache. So, und dann müssen wir gucken, was hier im 12-Stunden-Paket drin ist. Ich weiß nicht, drückt mir die Daumen, dass ich hier ein bisschen was Geiles finde. 18-mal der Sturmschneid, 18-mal der Knochenräuber, 18-mal der Funkenhüstle, 4-mal der Elite Rumpelhorn, 4-mal der Elite Knochenräuber, 4-mal der, nee, 3-mal der Elite Donnertrommler, das heißt natürlich, den können wir ins nächste Level katapultieren. Dann haben wir hier nochmal den 3-mal den tödlichen Nader als Elite Drache und den Dagos Grill. Da fehlen uns natürlich jetzt nicht mehr allzu viel, also insgesamt noch 11 Stück. Dann sieht es eigentlich wieder relativ geil aus, dann können wir den auch auf 13 bringen. Eben mal gibt es noch den ohne Zahn. Von daher denke ich, haben wir hier auf alle Fälle alle soweit richtig gemacht, können das Paket jetzt öffnen. Ich würde sagen, damit fangen wir auch erstmal an. Nein, ich breche erstmal nochmal ab. Ich will ja meinen Drache noch pimpen. Jans verballert, Jans verplant. Aus dem Grund würde ich sagen, werden wir das jetzt erstmal machen. Gehen hier auf Aufwerten und sagen hier, yo, jetzt bist du gleich auf Stufe Nummer 12. Wir machen den natürlich gleich noch ein bisschen stärker und gehen dann zurück, checken hier auf alle Fälle den nächsten Fight ab und gucken, ob wir jetzt den Gegner eventuell ein bisschen besser eliminieren können. Also wie gesagt, werden wir sehen. Müssen wir gucken. So, wie sieht's aus? Wer kommt hier ran? Okay, 3 auf 13. Gucken, ob wir die eliminiert bekommen. Geil, werden natürlich versprechen, kann ich aber natürlich auch nicht so wirklich. Warte, aus dem Grund würde ich sagen, warten wir erstmal ab. Das ist erstmal mies, dass der Gegner anfängt. Das finde ich natürlich nicht so geil. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den hier hinten. Gehen wir gleich nochmal auf den Ruf, würde ich sagen. Und dann warten wir natürlich ab, was der Gegner macht. Wen eliminiert er jetzt, beziehungsweise bei wem blockiert er die Spezialattacken? Hier seht ihr beim Knochenräuber. Aber damit können wir eigentlich ganz gut leben, weil Jude ist, der hat seine Aktionspunkte auf den Kopf gekloppt. Und so können wir uns erstmal noch ein bisschen sparen und können natürlich hoffen, dass wir am Ende mit unserem Dagos Grill natürlich irgendwie die Spezialattacke raushämmern können. Das wäre natürlich geil. Wir könnten auch sagen, wir nehmen jetzt einfach mal unseren Donnertrommler und hauen die mit dem raus. Ich würde doch sagen, das machen wir erstmal. So, greifen den Gegner bzw. alle drei gegnerischen Drachen an. Haben auf jeden Fall ein bisschen was gerissen. Können jetzt natürlich den hier erstmal platt machen. Das machen wir auch erstmal. Und dann haben wir natürlich nur noch einen gegnerischen Drachen hier am Start. Gucken, was der reißen kann. Klar, Aktionspunkte technisch ist voll. Die Attacke ist noch blockiert, oder? Okay, das ist natürlich geil. So kann der erstmal nicht so wirklich was reißen aus dem Grund. Greifen wir hier erstmal an und können jetzt mit unserem Dagos Grill die Spezialattacke raushämmern. Holen uns hier am Ende einen ganz lässigen Sieg, muss ich sagen. Also ich fand es auf jeden Fall coole, super gelaufen für uns. Ich meine, das liegt auch daran, dass der Gegner, naja, die Aktion getätigt hat, die vielleicht für mich ein bisschen positiver am Ende waren. Also wie gesagt, 31 Pokale, ein 3-Stunden-Paket. Gibt's natürlich auch wieder auf den Kopf und dann würde ich sagen, gehen wir auf alle Fälle gleich nochmal in den Kampf, gucken hier, ob wir eventuell den nächsten Kampf auch noch für uns entscheiden können, um natürlich das Häuptlingspaket hier schnellstmöglich freizuschalten. 2 von 5 Siegen haben wir, 3 brauchen wir noch. Das heißt natürlich, wenn wir den Kampf hier gewinnen, brauchen wir nur noch 2 und können dann eventuell
eventuell so ja schon im nächsten Let's Play das Häuptlingspaket öffnen. Also ich meine, das wäre natürlich auch monstermäßig cool. Von daher drückt mir die Daumen, ich drück's euch natürlich auch. Aber wie ihr sagt, erstmal konzentrieren wir uns jetzt auf den Kampf. Gucken hier natürlich, ob wir den Gegner auch eliminieren können. Okay, 3 auf 13. Was ist denn das für eine Drachenkonstellation? Aber das hatte ich glaube schon. Ist auf jeden Fall zu packen. Also ich würde sagen, wir probieren es aus. Gehen erstmal wieder auf den rechten, so wie ihr habt. Greifen den, denke ich mal, ein, zweimal an. Und werden uns dann auf die goldene Mitte eventuell sehr konzentrieren. Oder vielleicht auf den linken. Ich weiß es noch nicht genau. Aber uns fällt hier am Ende auf alle Fälle was ein. Wir greifen den erstmal nochmal an. Und dann entspannen wir erstmal. Was macht der Gegner? Das war natürlich nicht so pralle. Da wäre mir lieber gewesen, hätte er irgendwie den Donnertrommel angegriffen. Aber gut, okay. Erstmal seht ihr, dass er so ein bisschen verteilt angreift. Das ist für uns natürlich erstmal relativ gut, relativ von Vorteil. Aber ich würde sagen, wir greifen den hier erstmal an. Dann werden wir die Attacke hier erstmal raushauen. Und dann warten wir natürlich ab, was der Gegner macht. Klar, Jüte ist, die Spezialattacken des Gegners, die haben wir blockiert. Von daher kann er nicht so wirklich was reißen. Aus dem Grund würde ich auch sagen, greifen wir erstmal den hier an. Okay. Dann greifen wir den gleich nochmal an. Dann greifen wir den gleich nochmal an. Und dann könnten wir eigentlich... Können wir den platt machen? Können das aber ganz einfach machen. Wir machen das mal so. Wir blockieren die Spezialattacken des Gegners und reduzieren die Angriffskraft. Ich glaube, das ist sinnvoller, weil die Wahl so kann er eventuell nicht einen Drache von uns platt machen. Ich weiß nicht, wie sieht es beim Dagos Grill aus. Vielleicht schafft er trotzdem. Ich weiß es nicht. Oh, haben wir Glück gehabt. Haben wir wirklich Glück gehabt. So, dann greifen wir den an. Greifen den an. So, und könnten jetzt gucken, aber ich glaube, das reicht eventuell nicht. Ich weiß es nicht. Oh, der lebt noch. Von daher könnten wir Pech haben und verlieren eventuell jetzt unseren Dagos Grill. So sieht's aus. Dumm gelaufen. Ich habe gedacht, wir können es irgendwie packen. Das war am Ende. Alle behalten, aber gut, okay. Jetzt haben wir nochmal eine Spezialattacke raus und sind damit hier auch durch. Also ich meine, den Kampf haben wir gewonnen. Die nächsten Pokale sind sicher und das nächste Paket natürlich hoch. Ich hoffe natürlich nicht, dass es wieder ein 3-Stunden-Paket wird. Also da würde ich auf jeden Fall abkotzen. Aber in meinem Glück. Seht ihr selbst, also wieder mal dumm gelaufen für uns. Also ich weiß nicht, woran liegt das? Ist das einfach nur Glückssache oder sagen die so, ich weiß nicht, jede zehnte. Alter, was ist denn hier los? Ist ausgegangen? Habt ihr das gesehen? Ja, nicht senden. So, und dann jetzt weiter. Was haben wir noch zu tun? Wir können auf jeden Fall noch den Schnapper checken. Das machen wir auf alle Fälle auch noch, bevor wir hier durch sind für heute. Also ich meine, was würdet ihr machen? Ihr würdet mit Sicherheit nichts anderes tun aus dem Grund. Checken wir den natürlich erstmal nochmal ab, wie versprochen. Drehen wir auf jeden Fall nochmal am Rad und gucken auf alle Fälle, was am Ende so geht. Aber ey, das gibt's da ja nicht. Alter, mehr Pech kann man ja gar nicht haben. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon losgeschickt habe. Also das ist natürlich schon gut oft heftig. Also Halle, Halleluja, krasse Sache. So, dann seht ihr hier natürlich bei Valka, 21 Stunden müssen wir noch warten. Hier haben wir natürlich wieder mal nur 2 Drachen im Training. Das heißt natürlich, wir müssen natürlich noch einen trainieren. Ich zoome mir da jetzt, wie gesagt, einen auf Level Nummer 80 und knall den einfach hoch. Insgesamt dauert das knapp 1,5 Stunden oder so. Also wie gesagt, damit können wir leben. Können wir auf jeden Fall noch ein Let's Play ziehen. Also in den nächsten 2 Stunden können wir da auf jeden Fall nochmal zuschlagen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache, ob ich eventuell einfach so weiter zocke. Weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt und sehen wollt, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Aber wie gesagt, wem pimpen wir den Holzklau oder den Reißzahn? Ich würde sagen, wir nehmen erstmal hier den Holzklau, investieren jetzt 2 Stücken Eisen und haben natürlich jetzt wieder mal 3 Drachen hier im Training. Seht ihr selbst, was haben wir hier? Wir haben natürlich noch einen Drache, der ist zurück und zwar unseren Zahnmeister, der ist jetzt auf Level Nummer 60. Wenn wir wollten, könnten wir den natürlich weiter pimpen, aber ich denke,
gell? Ich knall mir den Fisch erstmal für was anderes auf den Kopf. Will erstmal gucken, ob wir hier noch den einen oder anderen trainieren können. Könnten wir den Sturmschneid aufleveln, aber ich will natürlich mal gucken, ob wir eventuell einen haben, der extrem viel Fisch benötigt. Also ich glaube, das ist dann sinnvoll, wenn wir in den erstmal investieren. 109. Haben wir auch schon. Wie sieht es beim Windstürmer? Oha, oha, oha. Haben wir auf jeden Fall wieder gut gefüttert. 154. Würde ich einfach mal sagen, lassen wir das so. Gehen dann erstmal mal kurz in den Hangar, weil ich will natürlich da meinen Drache noch ein bisschen pimpen, wenn ich ihn finde. Ist natürlich auch wieder mal ein bisschen. Da haben wir ihn. Und zwar den Zahnmeister. Den pimpen wir jetzt erstmal bis auf Stufe Nummer 62. Können den hoch für jeden Tag 18 Stunden nochmal trainieren. Wäre natürlich auch eine Option. Ich würde sagen, den restlichen Fisch, den behalten wir erstmal, weil wir können dann später, wenn unsere reisenden Drachen wieder mal zurück sind, hier auf jeden Fall noch ein bisschen füttern. Und ich denke, das ist dann die sinnvollere Variante, wenn ich die hier ins nächste Level katapultiere. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Schreibt das mal in die Kommentare. Was macht ihr als Erste? Pimpt ihr als Erste eure Reisenden auf Level Nummer 124, was weiß ich, oder erst die hier Holz sammeln auf Berg. Also wie gesagt, würde mich mal interessieren, wie macht ihr das? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ansonsten sind wir für heute erstmal wieder so weit durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hoffe natürlich, dass ihr ein Like da lasst, einen Kommentar, und wenn ihr Bock drauf habt, vielleicht sogar ein Abo. Also wie gesagt, ich würde mich freuen. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss.